So, einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Ich hoffe, das Spiel startet hier auch noch. Ja, irgendwie ganz schräg und schief. Ich hoffe, das macht es auch wirklich. Willkommen zum heutigen Abend. Wir spielen heute ein neues Spiel, also eigentlich alt und neu aufgelegtes Spiel, und zwar Mafia Definitive Edition. Und das ist ein Remaster. Ist das ein Remaster? Ich glaube, das ist ein komplett neu gemachtes Spiel. Beziehungsweise, was heißt neu gemacht? Also das ursprüngliche Spiel auch um Szenen ergänzt und natürlich grafisch aufgepimpt. Ich habe mal kurz mal den einen oder anderen Ausschnitt von einem vorab streamenden, spielenden Streamer, YouTuber gesehen. Und genau, und sah sehr, sehr, sehr schön aus. Die anderen Teile, den dritten habe ich ja sowieso schon auf YouTube gespielt, beziehungsweise aufgenommen, und den zweiten Teil sowieso früher, den habe ich irgendwie auch kostenlos als aufgepimpte Version bekommen. Anzeigenbereich einstellen. Warum ist das da so eingeschränkt? Na, volle Hütte hier, bitteschön. So, Helligkeit, ich guck mal, das müsste hell genug sein, ne? Ja, ich denke mal schon, das ist hell genug. Audio möchte ich gerne das. Was ist hier mit Anzeige oder so? Anzeige ist Deutsch. Untertitel brauchen wir keine. Nein, brauchen wir nicht. So, und damit sind wir, die Maus ist schnell, das muss ich alles nur einstellen. Drücke Enter zum Starten, ich drücke mal Enter zum Starten. Verbindet. Oh, Verbindung zu 2K konnte nicht hergestellt werden. Warum brauche ich denn Internetverbindung? Ich will keine Verbindung zum Internet haben. Danke. Okay. So, ich muss mal gucken. Steuerung. Die Maus ist mir irgendwie ein bisschen... Keine Ahnung, was Mausempfindlichkeit 5 ist. Ich mach mal 2,5. Ist mir wohler. Wahrscheinlich noch... Nee, das ist zu langsam. Ja, danke schön. Neubelegung der Tasten. Ja, ist die. Ich glaube, das ist alles normal. Ne? Spiel, wir gucken mal, Schwierigkeitsgrad ist mittel. Klassisch. Was ist klassisch? Ich habe keine Ahnung, was klassisch ist. Schaltung, Automatik natürlich. Bop, 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 bop. Ja, den Launcher können wir jetzt deaktivieren. Fahrt überspringen, weil ich nicht anzeige. All das, was ich schon eingestellt habe. Ein und aus und hoch und nicht hoch und überhaupt. Okay. Sollte auch passen. Und Audio kann sein, dass ich noch ein bisschen Musik runterdrehe und die Soundeffekte ein bisschen runter. Wir wollen ja mehr, ne, aus von den Lippen hören. Okay, Escape zurück. Escape zurück. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Geplant war, und das hängt aber vom Spiel ab, geplant war, dass ich das halt längerfristig spiele, nur als Projekt, Gänsefüßchen. Und wir schauen jetzt einfach erstmal rein, so das erste Stündchen oder sogar zwei, wie es ist. Wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern als normal und dementsprechend wird es dann auch ein längeres Projekt. Hier steht es ja nochmal. Warte mal, leicht. Für Spieler, die eine einfache Herausforderung möchten, Gegner sind weniger effiziente Gegner. Eine stärkere Zielhilfe ist aktiv. Die Polizei mischt sich selten ein. Eingeschränkte Zielhilfe, Polizei mischt sich seltener ein, Gegner sind gefährlicher, Polizei mischt sich häufiger ein, klassisch, Gegner sind tödlich, Polizei mischt sich häufiger ein, weniger UI-Einblendung, verbleibende Munition geht beim Nachladen verloren. Ich nehme Mittel. Schaltung, wir haben nochmal alle Einstellungen, Tutorials können wir mal lassen, wir starten jetzt einfach, ja, ich möchte mit diesen Einstellungen das Spiel beginnen und viel Spaß nochmal. 2K. Präsentiert. Ja. Ein Hangar 13 Spiel, okay.
dabei, das Original ist jetzt 18 Jahre alt, zu dem Remastered hier. 18, 2002. Ich glaube, das ist ein Charme-Element. Und Namenvolley. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber
Wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ach ja, auch schön bunt, ja. Bin meistens nachts gefahren, gab mehr Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Wohin? Irgendwohin! Schnell! Ich muss losfahren. Ich ziel mit einer Knarre auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr! Alter, wie die Steuerung. Wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins, aber es dürften mehr werden. Festhalten. Was blitzt denn da so? Was aus. Heilige Scheiße! Was? Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nehmen die Giuliani-Brücke. Okay. Die Rudi-Giuliani-Brücke oder wie? Geht's deinem Bein da gut? Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschtfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann macht das. Ah, sieht cool aus. Na, da, nein, also. Kann man auch irgendwie. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Warte mal, die Geräusche sind mir ein bisschen zu leise. Ich habe es dann doch ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ich glaube, das ist einigermaßen austariert. Ja. Wer von Ihnen? Mist! Rechts lang. F? Oh. Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Das okay. War die Abkürzung. Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle. Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Schnauze, Paulie. Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Hab nichts gehört, Jungs. Okay, die Sachen laufen automatisch ab, da? Haha, die haben Staub geschluckt. Wir sind noch nicht durch. Fahr weiter. Was, Tab um die Karte? Okay. Muss ich aus dem roten Bereich kommen, oder wie? Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr.
Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Wie? Ich muss zurück. Schnell! Oh, die Steuerung, die, das ist kein Vergleich mit Autos heutzutage. Eieieiei. Die Brücke ist um, oder? Ach, ist egal. Ja. Ist wir egal. Was zum Teufel machen wir? Anschreien springen und beten! Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Also es sieht sehr schön aus. Okay, bisher haben wir auch noch nicht viel mitbekommen außer Autofahren. Und das ist echt eine Herausforderung. Okay, aber nicht so schlimm wie da. Bei Eleanor. Bei realistischer. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit. Er vergisst seine Freunde nicht. Ehrliche Arbeit? Ja, okay, danke. Die sind gute Gesichter, finde ich jedenfalls. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Was? Falls wer fragt, wo das Geld herkommt. Beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto. Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Das Original ist schon so ewig alt, lang her. Ja, ich habe so viel vergessen. 2002 ist eine lange Zeit. Echt eine lange Zeit. In der Zwischenzeit habe ich echt nicht gespielt. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Auf der Flucht. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken.
Und man denkt auch viel über andere nach. Sie da, Fahrer. Ja, Ma'am. Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Ja. Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Das ist aber ein netter Fahrgast. Okay, Steuerung ist identisch. Oh, sie muss schnell wieder. Also, wohin? St. Michael's Church. Ohne Umweg. Ohne Umweg? Vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Und 11 für den Geschwindigkeitsbegrenzer? Ach du Harry. Ich hab den Geschwindigkeitsbegrenzer an. Stellen Sie diesen Lärm ab. Was? Der macht einen doch verrückt. Gerade wo so ein... viel besser. Okay. Ich hab doch ausgemacht gerade. Zur Kirche also? Ist schon Sonntag. Augen auf die Straße, bitte. Ja, doch. Davon links eine Straßenbahn überholen hier bestimmt, ne? So. Halte dich an die Verkehrsregeln. Oh, mein Sprit ist fast alle, oder? Nee. Muss man hier auch tanken? Blinker habe ich nicht, tut mir leid. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wo ist ein Horn hier? Gibt's hier eine Hupe? Wow. Halten Sie hier an. Was? Beim Park. Oh. Hier, bitte. St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Brauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar. Wie Sie meinen. Oh, das wackelt so richtig, dieses Auto. Die Italiener sind alle gleich. Na? Suche die Straße von Lost Haven ab. Kann nicht ohne Radio fahren. Die hat Nerven. Vorsicht, ey. Immer diese Raudis auf der Straße. Hier, guck dir den an. Manche von uns müssen tatsächlich irgendwo hin, ja? Richtig. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Ich hab Vorfahrt. Ich glaube, der will ein Taxi. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Okay, jetzt müssen wir schnell. Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Aber diese Kunden, echt nervig sowas, oder? Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Der klingt ja wieder im März. Keine Arbeit. Arbeit gibt es immer. Man muss sie nur finden. Verstehe. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich hab diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich hab eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anfangen. Oh, da ist die Polizei gewesen. Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige Arbeit finden. Bis Was? Dahin fahren Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ja, schon kapiert. Der klang echt wie der Friedrich Merz, oder? So mit Faulenzen und so, ne? Arbeit liegt auf der Straße. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Ja doch, ich bleib da stehen. Krieg ich ein Trinkgeld?
Oh, ja. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Boah. Ich werde es versuchen. Echt nur Arschlöcher heute. Aber da kommt echt die Polizei dahin. Ja. Auf zum nächsten. Da kommt sie. Oh, die kommt hierher. Unauffällig. Der 30er-Jahre-Taxi-Simulator ist ein schönes Spiel. Halt! Ja, ja, ich komm noch. So. Mit Begrenzer oder ohne? Ich weiß, dass 50 Cent damals viel Geld waren, aber trotzdem, das ist so generös. So hier, 50 Cent, oho. Oh Mann, du siehst fertig aus. Was? Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Okay, ich erzähle den Bullen nichts von ihrer Schnapsfahne und sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Okay, Feuer frei. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar, aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine Taxifahrt leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Oh, da vorne ist die Polizei auf unserem Weg. Dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Es sieht schön aus, die City, oder? Fast wie in echt. Die Details hier. Also optisch ist es wirklich ein Leckerbissen. Spielerisch haben wir ja bisher außer Taxi ja noch nichts gesehen, ne? Vor allem, guck mal, das reflektiert echt die Gegend hier, ja? Da, das Restaurantschild. Oh, cool. So ein Detail habe ich jetzt in der Form. Guck mal, selbst das Schild. Das Keeps Motors Running Pure. Sowas habe ich in der Form noch nicht so oft oder eigentlich gar nicht gesehen. Ja. Gleich da vorne an der Ecke, bitte. Warte mal, ich schmugge mich von dem. So. Ey, Platz da, das ist ein Parkplatz hier. So. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht. Oh, hab ich mich erschrocken. Na, Kumpel, kennst du mich noch? Wer bist du denn? Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hä? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Richtig. Du hast ein Probleme mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. Okay, das ist Tutor. Ja, reden. Ist klar. Die schießen. Aua. Weg da. Ja, die besten Preise. Aua. Wir treffen uns um drei. Der besoffene Bastard lässt mich immer warten. Okay, also wir haben jetzt noch so ein kleines Tutorial, wie es aussieht. Oh, da.
Die Steuerung ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sprinte. Alles gut, Junge? Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Dann gehen sie mit leeren Händen. Wobei, der hat einen Knüppel in der Hand und der andere eine Waffe. So leer sind die Hände nicht. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit! Sagen wir dem Don Hallo! Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Keine Ahnung, die waren einfach da. Das ist der Don? Der sieht ja ganz gutmütig aus. Okay. Nächstes Kapitel. Molotow-Fete. Ach, ist doch nicht der Don. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Hm? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Und zwar mit ehrlicher Arbeit, ne? Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Okay, er sieht... Ach, guck mal, die Pferde. Tequila? Ein Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Wenn der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren, was soll man machen? Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Pauli. Was soll ich machen, um... Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Okay, was wir treffen uns draußen. Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Ein weiterer Scheißtag. Oh, das tut mir aber leid. Vielleicht solltest du dich prügeln gehen. Kannst ja mitkommen. So, was haben wir denn hier, Hübsches? Wer bist du?
Hast du ein Problem? Nein, ich alles gut, alles gut. Was ist das hier? So, Don Salieri, ich schreibe Ihnen um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesem Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Sehr schön. Na, fündig geworden? Nö, das ist gut. Ich beobachte dich. Ja, alles gut, ich dich auch. Klar. Was haben wir denn hier hübsches? Oh, Zeitung. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbinden. Wer ist das? Der Taxifahrer, weißt du noch? Sie. Oh, sprich mal bitte nochmal. Du bist doch die Stimme von, wie heißt er denn? Von Deponia. Der dreckige Pirat. Oh Gott, wie heißt hieß er denn? Oh, ich komme nicht drauf. Hallo? Kann ich dich ansprechen? Oh, was? Habt ihr ein Zigarettenbild gesammelt? Wo? Komm später zurück. Mit Polly oder Sam. Die Bar ist für dich leider geschlossen. Okay. Der muss doch mal sprechen. Ey, komm. Genau, Bozo. Der dreckige Pirat, der. Schade. Vielleicht hören wir die Stimme ja nochmal. Aber mich durch, das war Bozo, der dreckige Pirat. Das ist ja nochmal das Pferdebild. Also was darf doch nicht passieren in so einem Spiel. So. Gefällt Ihnen? Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Der Don ist dankbar für Ihre Arbeit. Hi. Wer ist dieser Typ? Polly, gehört er zu dir? Ja. Okay. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los, haben eine lange Fahrt nach Norden vor uns. Wenn der Don das nochmal machen will, können wir uns außerhalb der Stadt... Habe ich schon mal erzählt, dass die Details wirklich sehr gut sind? So, wo muss ich hin? Ach, da oben. Zur Ausstattung. Oh, komm, nur ein Stück schneller. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Ah, die wird singen. Wer ist das denn? Benny. Das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, ja. Nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha, da hab ich genau das Richtige. Was denn? Der Knacken für sowas. Boah. Boah, echt jetzt? Wenn der nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei. Cola. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Okay, ich nehme dich beim Wort. So, ich habe alles... Komm später zu mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben. Dann kriegst du mein Eisen. So, was haben wir denn hier? Dime Detective. Da kannst du dich umsehen. Ja. Aber nichts verlässt diesen Raum. Okay, ich habe die Zeitung, die lege ich nachher nochmal hin. Jetzt kommen wir, da geht's nicht weiter. Mal gucken, ob ich doch den Raum verlassen kann mit der Zeitung. Die Bullen würden das Zeug hier gerne in die Finger kriegen. Okay. So, weiter. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Sprich mit Ralf. Hey,
Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Oh oh. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Was ist das denn? Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Das ist ein Auto? Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Oh, das tut mir leid. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Ja, genau so. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer das Garage Wasser. Geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Hey, wir zerstören heute Ihre Karren, nicht diese Kiste. Ja doch. Normalerweise nicht. Aber das war Ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Oh, guck mal, Chinatown. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Guck mal hier. Früher habe ich mir praktisch wie auf Schienen. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Oh Gott, der schläft gleich an. Das ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Ich mache mal Radio an. Wie sieht die Karte eigentlich aus? Das möchte ich mal sehen. Ja, ist jetzt nicht übermäßig riesig. Ja. Aber. Ja, schön, schön, schön. Ach du Gott. Oh, 1% habe ich abgeschlossen. Sehr schön. Warte mal, ich mach mal den Limiter an. Ich werde hier vom LKW gleich überholt. Was ist das denn? So, hier. Ah, auf Schienen. Oh, ich muss abbremsen. Da hatten die Autos noch Federn, ne? Und waren weich wie Butter. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Oh, die Beschleunigung. Also mit dem möchte ich nicht flüchten hier. Oh. Da spürst du jeden Stein hier in der Straße.
Okay, wir sind fast da. Ich muss hier direkt vor Ort parken. Oh. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sind eine Botschaft. Klar. Beschleichen. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Guck mal, hier ist einfach der Licht. Okay, wir schleichen uns an. Okay. Du kannst doch leise sein, oder? Nein. Ja, genau so. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Das macht er schon. Mit dem X, das muss ich noch üben. C wäre mir lieber, aber na gut. Steuern links, um in Deckung zu gehen. Sayeris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello 1 verpassen? Genau so. Gut gemacht. Okay, kriege ich den Knüppel hier? Zerstöre die Autos. Wie mache ich das jetzt? 1, 2, 3, 4. Nein, geht also nicht. Weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Ah, halte gedrückt. Und. Achso, warum Q? Warum kann ich nicht mit... Warte mal, warum kann ich den mit linker Maustaste schlagen? Das wäre so viel besser. Wir gucken mal, was ist linke Maustaste für ein Problem? Gibt's überhaupt... Guck mal hier, Waffen schießen. Ach so, weil das... Ausrüstung werfen ist cool. Okay, wir probieren es mal trotzdem. So. Halte Q gedrückt für einen Sturmangriff. Oh, daneben. Kiste fährt niemand mehr. Echt? Verdammt. Was denn? Oh. Bisschen verschöner. Ui. Geht das auch mal kaputt oder so? Hey, weg von dem Wagen! Mach ihn aus! Oh. Willst du unbedingt sterben? Hm? Ja, wieso sollte ich den Alt-Taste drücken? Ach so. Ich habe aber nur zwei. Vorhin hatte ich mehr. Halte G. Oh, ey, das ist aber umständlich. Ja, den hast du gut erwischt. Ich liebe den Geruch. Morellos Jungs hat das gehört. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Ganz kurz. Also, die Steuerung ist. Huch, habe ich rausgeklickt? Ich habe rausgeklickt. Warum habe ich rausgeklickt? Das ist doof. Rausklicken ist doof. So, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Zumal, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Fähigkeiten Nahkampf. Verstehe ich nicht. Nahkampf. Guck mal hier, vor allem kontern. Wenn ich im Nahkampf bin, warum kann ich nicht... Bist du aktuell in der anderen Aktion? Ja,
Ja. So. Ist das andere jetzt weg? Oh, nee, ne? Oh. Man kann ihn nicht doppelt belegen? Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist ungünstig. Ich glaube, das harrt Kritik. Vor allem alt. Was ist ein C-Taste? C ist manuelle Schaltung, Leerlauf. Brauche ich nicht. Ich schalte nicht manuell. Komischerweise, hier kann ich aber alt doppelt belegen, ne? So, warte mal. Dann hätte ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kontern ist dann eigentlich X. Warte mal. Nee, ich will nicht zurücksetzen. Ich will X. Ja. Und Nahkampf bleibt dann bei Q. Und jetzt muss ich gucken, dass ich X manuell Schaltung Kupplung treten. Ist X irgendwo weg? Nö. Vor allem hier Wurfgeschoss zielen G. Weißt du, wie weit G ist? Das ist ungünstig. Also wirklich ungünstig. So, warte mal. C, Leerlauf. C hat sonst weiter nichts, ne? Weil dann, wenn C verfolgen, hier ist C. Oh. Also. Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. So haben wir es immer schon gemacht. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Ja, ich bin schon weg. Lass sie nicht kommen! Fahr! Komm zurück, ihr Schweine! Ja, er wurde gesichtet. Scheiße! Da sind Bullen. Ja doch. Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Okay, klingt guter Plan. Gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Das habe ich vorher anders gesehen, das Ding. Ich bin wahrscheinlich von der falschen Seite gekommen. Oh, das ist ja geil. Okay, wir sind sie los. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Nutze Minikarte, um Polizeistreifen zu sehen. Okay, ich versuch's. Ja, also die Steuerung ist nicht das Gelbe vom Ei. Also, ja, vorsichtig. Ja. Sie suchen noch nach uns. Ja, doch. Also ist arg stark gewöhnungsbedürftig. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt relativ weit rübergreifen, um den Molotow-Cocktail zu werfen. Zurück zur Patrouille. Die Luft ist rein. Ah, zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat sich's gut angefühlt? Oh, der weiße Flitzer. Angefühlt. Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht über das erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinnie ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. War das nicht der Boss? Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Abend, Atok. Klingt gut, ich bin dabei. Klar bist du das.
War das nicht eben der Boss, der uns die Gnade erteilt hat, dass wir bei der Konkurrenz die Autos kaputt schlagen können?